Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute werden wir also einen Bienenstock aufmachen und probieren die Königin finden. Und ja. Da, das ist sind die Honigwaben, also da tragen sie den Honig ein. Das Absperrgitter. Wir arbeiten ganz vorsichtig. Ja, dass man sie ja nicht zerquetscht. Und das sind die Brutwaben. Brutwaben, genau. Wie heißt das Gerät? Smoker. Haben wir noch eine Futtertasche, weil es in den letzten zwei Wochen so viel geregnet hat, haben wir die Bienen füttern müssen. Die entfernen wir jetzt wieder. Die brauchen wir jetzt hoffentlich nicht mehr, weil es schöne Tage voraussagt. Ja. Und die Königin müsste da irgendwo sein. Also wir werden das gleich hier rausholen. So. Da ist der Smoker. Und mit dem Smoker beruhigt man halt die Bienen. Das ist eine Brutwabe. Da ist verdeckelte Brut zu sehen. Halt da mal länger drauf. Ich drehe sie mal um. Da ist die Königin nicht oben. Da sind auch Bollen, rote. Die Bollenhöschen der Bienen, genau. Das müsste von der. Wie heißt das? Eine Knopfblume sein, die roten. So, wir nehmen die nächste Brutwabe. Wir schauen auch, ob die Königin. Eierlegt, genau. Ob es frische Brot gibt. Das ist auch viel verdeckelte Brot. Das schaut sehr schön aus. Da ist die Königin nicht zu sehen. Die versteckt sich ganz gerne zwischen den Bienen. Schauen wir mal auf der anderen Seite. So. Da ist eine Biene mit so gelben Bollenhäuschen. Das ist aber unser Sicherheit. Welche Pflanze könnte das sein? Das könnten viele verschiedene sein. Da ist auch keine Königin, die versteckt sich halt das Jahr. Vielleicht finden wir sie auf dieser. Das ist ein Rennchen. Frische Brut. Ist die noch nicht? Keine Königin. Ja. Versteckt ihr das sehr gut. Wo ist sie? Die will nicht gefilmt werden. Ansonsten können wir auch ein Video machen, wenn wir die Königin finden. Und können es euch zeigen dann. Ja. Wir haben noch zwei Waben. Ich glaube, da ist sie. Verschwinden kann sie nicht. Es kann nur sein, dass wir sie nicht sehen.
weil so viele Bienen herumkrabbeln und sie gut verstecken. Na, die hat sich gut versteckt. Oh, ich glaube, das ist noch eine Rabe. Nein. Wir werden eine andere finden in einem anderen Stock. Ja. So, wir werden den Stock dann wieder zumachen und haben sie wieder ihre Ruhe. Das ist eine Bauwabe. Bauwabe, Bau, genau. Und da war halt gar nichts und da bauen sie selber. Mhm. Das ist schon fleißig. Heute ist es so ein schöner Tag. Da können sie gut ausfliegen und Nektar eintragen. Nektar sammeln, wenn sie dann zum Pollen kommen. Da bauen sie eine Mittelwand aus, eine Wachsplatte. Das war eine Platte, wo nichts war. Kann ich dir kurz? Also, das war sie. Und das haben sie schon ziemlich ausgebaut. So, und da haben sie was zum Arbeiten, dass sie nicht schwärmen. Da ist das Absperrgitter, dass die Königin nicht in die Futter, zu dem Futter. Braucht man nicht unbedingt, aber es ist leichter zu arbeiten. Sonst hat man alles gemischt, Honig und Waben. Und sie haben genug Platz im ersten Raum. Man hat gesehen, die Bienen sind nicht beengt. So. Ist der Egel fertig? Ja, durch das schlechte Wetter ist jetzt noch nicht viel drinnen. Die müssen sich erst gut entwickeln. Okay. Ich glaube, das war's fürs Erste. Finden wir eine Königin, machen wir ein Video mit der Königin. Dann würde ich sagen, tschüss und lasst ein Like und ein Abo da.